Decke fliegen. Die Freiheit macht mich froh. Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich Radio Doppeldecker mit einer Viertelstunde Kinderprogramm. Heute hört ihr von einem schrecklichen Erlebnis an Bord des Doppeldeckers. Pitt und Hannah werden mitten im Flug von einem blinden Passagier überrascht. Wie der sich wohl an Bord geschlichen hat? Na, wartet's mal ab und seid auf alles gefasst. Es geht gleich los. Ein Bilderbuchtag, ideales Flugwetter. Jeansblauer Himmel, nicht die Spur einer Wolke. Nur ein leichtes Lüftchen geht über den Schanzerkopf. Und dann sind auch noch Ferien. Wunderbar. Hannah musste zwar heute Vormittag ihrer Mutter Liesel beim Anstreichen helfen, die Klappläden am Haus waren wieder mal fällig, aber nun sind sie fertig. Hannah hätte sie ja lieber in einer frischeren Farbe angepinselt, zum Beispiel Mint oder Taubenblau, aber ihre Mutter sagte nur, nö, die bleiben wie immer, weinrot. Jetzt schrubbt Hannah nur noch ihre farbverschmierten Finger und dann kann sie endlich das schöne Wetter genießen. Für heute Nachmittag hat ihr Onkel einen Kontrollflug angesetzt. Mit Lotte, seinem kanariengelben Doppeldecker, wird Pitt die Autobahn Richtung Süden abfliegen. Wegen der Ferien und einer Brückenbaustelle ist nämlich wieder mit einem Stau zu rechnen. »Hannah, möchtest du nicht mitfliegen?« fragt Pitt seine Nichte. »Dann habe ich etwas Gesellschaft und zeige dir mal auf dem Rückflug den neuen Baggersee aus der Luft. Der wurde seit Samstag als Badestelle eröffnet.« Doch gerade da kommt Kalle am Flugplatztor vorbeigeschlendert. Er tut so gelangweilt. Ob er die beiden belauscht hat? Kalle ist ein ziemlich dickköpfiger Kerl. Deshalb nennt man ihn insgeheim nur Knallkopf. Kalle ist ein Feriengast. Das heißt, seine Eltern kommen jeden Sommer zu einem Wanderurlaub nach Winkelstedt. Er ist 13 und heißt eigentlich Karl Alfred Knopp. Aber Knallkopf trifft die Sache schon eher. Kalle hat nicht nur einen altmodischen Namen, er ist auch sehr altklug. Er meint, überall mitreden zu können und alles besser zu wissen. Als er von Pitts Kontrollflug hört, bettelt er inständig, »Herr Diesel, nehmen Sie mich statt Hannah mit. Hannah kann doch jeden Tag bei Ihren Rundflügen mitfliegen. Die wohnt doch hier. Außerdem wollen meine Eltern heute eine Wanderung machen. Da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf.« Kein Wunder. Kalle ist nämlich überzeugter Antisportler. Er meidet körperliche Anstrengung, wo es nur geht. Aber Pitt schüttelt nur sachte den Kopf und sagt, »Tut mir leid, Kalle. Ich darf nicht jeden x-beliebigen Passagier mitnehmen. Stell dir vor, es passiert etwas.« »Jeden x-beliebigen Passagier? Das ist ja gemein von Ihnen. Dann dürfen Sie ja auch Hannah nicht mitnehmen. Sie können mich nur nicht leiden und Sie wollen ein Christ sein.« Puh, das war wieder typisch Kalle Knopp. Knallkopf eben. »Nein, mit Hannah ist das okay«, entgegnet Pitt. »Sie ist meine Nichte und wir haben als Familienbetrieb eine Unfallversicherung für uns Diesels abgeschlossen.« Aber damit gibt sich Kalle nicht geschlagen. »Ich weiß ja, dass nur zwei Personen in den Doppeldecker passen. Aber ich habe da eine Idee.« Kalle bückt sich und reißt zwei Grashalme ab. Dann verbirgt er sie in seine Hand und sagt, »Los, Hannah, wer den kürzeren zieht, muss hier bleiben.« »Lass das, Karl Alfred. Ich habe dir klipp und klar gesagt, dass ich dich nicht mitnehme. Und jetzt lassen wir das Thema«, entgegnet Pitt. »Ich kann dich nicht mitnehmen. Außerdem habe ich es bereits Hannah versprochen.« Da lässt Kalle erbost die beiden Halme fallen und haut mit geballter Faust gegen das Seitenblech des Doppeldeckers. »So ein Quatsch! Das ist doch nur eine Ausrede! Mann, hab ich eine Wut!« Dann stampft er eingeschnappt davon. »Ach, dass der nicht mal freundlich fragen konnte«, meint Hannah, als sie Knallkopf davontrotten sieht. »Warum ist der nur so dickköpfig? Kalle ist immer nur unzufrieden.« Da ruft plötzlich Liesel die beiden zum Mittagessen. Thank you.
Hanna verschlägt die herrliche Aussicht den Atem. Oder ist es der Gegenwind, der ihr feste ins Gesicht bläst und ihr Haar zerzaust? Pitt hätte ihr doch besser die Fliegerkappe geben sollen. Fast nimmt das umherwirbelnde Haar ihm die Sicht nach vorn. Doch davon unbeeindruckt, knattert der Doppeldecker feilschnell durch die Lüfte. Wie das alte Flugzeug schwankt und schaukelt. Der Wind spielt in den gespannten Drahtseilen zwischen den Tragflächen wie auf einer Harfe. Da schreit Hanna plötzlich auf. »Ih, Hilfe, Pitt, eine Schlange!« »Was ist los, Hanna? Eine Schlange? Meinst du, eine Autoschlange auf der Autobahn?« »Nein, Pitt, da ist eine Schlange an meinem Fuß!« »Was?« Pitt wird es heiß und kalt. »Eine Schlange? Im Flugzeug? Wie ist das denn möglich?« »Ih, Onkel Pitt, die kommt auf mich zu! Ich muss hier raus, die beißt mich!« Pitt versucht, die Nerven zu behalten. Wie kann er Hanna nur beruhigen? Was soll er jetzt tun? Notlanden? Da unten auf der Autobahn? Viel zu gefährlich. Oder da drüben auf dem Stoppelfeld? Nein, da hängen Stromleitungen. Also, so schnell es geht, zurück zum Schanzerkopf. Nach dem Wendemanöver ruft Pitt. Wie sieht die Schlange denn aus? Mit angewinkelten Knien und hochgezogenen Füßen kreischt Hanna, dick und fies und grau und ihre Zunge ist ganz schwarz. Endlich kommt der Tower in Sicht. Behutsam legt Pitt den Steuerknüppel nach vorn. Jetzt nur nicht die Schlange durch ein ruckartiges Flugmanöver reizen. Gleich müsste die Landepiste kommen und jetzt die Landemarkierung. Gleich würden die Reifen aufsetzen. Ah, hurra, die Erde hat sie wieder. Als Lotte endlich zum Stehen kommt, beugt sich Pitt nach vorn zu Hanna und zieht sie vorsichtig aus ihrem Sitz. Da sieht er zum ersten Mal den blinden Passagier. Und das ist er tatsächlich. »Hanna, das ist gar keine richtige Schlange. Das ist bloß eine Blindschleiche. Vollkommen ungefährlich, aber beeindruckend schlangenähnlich.« Hanna zittert noch immer am ganzen Körper. Da hören Pitt und Hanna ein böses Gekicher. Ist das nicht Kalle, der da hinter einer Regentonne am Hangar hockt? Das war also Kalle. Der Kerl hat uns das Reptil ins Cockpit reingelegt. Ja, reingelegt, haha, meldet sich der gehässige Kalle. Na warte, Knallkopp, denkt sich Hanna und möchte am liebsten das schlangenähnliche Tier in Kalles Kragen stecken. Aber Pitt hat die Blindschleiche schon gepackt und unter einem Busch freigelassen. Weißt du, Hanna, die Blindschleiche ist gar nicht blind. Ihr Name kommt nicht von blind, sondern von blendend. Ihre Haut ist schimmernd silbrig. Sie blendet. Die Blindschleiche gibt etwas vor zu sein, was sie gar nicht ist. Mittlerweile hat sich Hanna ein wenig beruhigt. Onkel Pitt erzählt ihr, um sie abzulenken. Übrigens, Hanna. Ein berühmter Pilot, der Franzose Antoine Saint-Exupéry, hatte einmal ein ähnliches Erlebnis wie wir. Nur noch viel dramatischer. Er war allein auf einem Überlandflug, weit, weit von jeder Landebahn entfernt. Da entdeckte er, dass sich eine ausgewachsene Ratte in seinem Cockpit befand. Sie krabbelte durch eine Ritze in der Verkleidung in den Laderaum und wieder zurück. Aber wenn die Ratte jetzt eine der Leitungen oder Kabel anknabbert, dann endet mein Flug in einer Katastrophe, dachte Saint-Exupéry. Aber was sollte er tun? Sollte er weiterfliegen und hoffen, dass alles gut geht? Oder doch sofort notlanden? Na, aber weit und breit gab es keinen geeigneten Landeplatz. Sollte er eine Bruchlandung riskieren? Aber Saint-Exupéry tat etwas anderes. Er zog den Steuerknüppel zurück und stellte das Höhenruder auf volle Steigung. Er ließ sich von seinem Flieger steil in die Höhe tragen. Seine Maschine schraubte sich hoch und höher, fast senkrecht in den Himmel. Dort oben wird die Luft nämlich immer dünner. So dünn, dass keine Ratte mehr überleben kann. Der Pilot hatte eine Atemmaske mit Sauerstoff. Aber die Ratte erstickte. Und das war seine Rettung. »Und warum haben wir das nicht genauso gemacht, Onkel Pitt?« will Hanna wissen. »Sei froh, dass das Kalle nicht gehört hat. Der hätte dich nochmal ausgelacht«, meint Onkel Pitt. »Unser Doppeldecker kann gar nicht so hoch steigen. Und außerdem haben wir keine Atemmasken.« Und Blindschleichen sind ja auch total ungefährlich«, ergänzt Hanna, sichtlich erleichtert. Hans-Peter Diesel hockt sich neben Hanna ins Gras und sagt,
Das Ganze ist eine prima Geschichte, um uns etwas zu verdeutlichen. Unser Leben gleicht einem Langstreckenflug. Bei diesem Flug reisen blinde Passagiere mit, wie eine Ratte, die uns bedroht. Zum Beispiel unsere schlechten Angewohnheiten, unser Zweifel an Gott und unsere bösen Begierden. Das sind Ratten, die mit uns unterwegs sind. Wenn wir sie bemerken, machen sie uns Angst und wir überlegen, wie wir sie nur loswerden können. Viele behalten einfach den alten Kurs bei und hoffen, dass irgendwie alles gut geht. Dabei riskieren sie einen schlimmen Absturz. Andere wollen selbst mit dem Problem fertig werden und suchen einen Landeplatz. Aber auch das führt nur zu Bruchlandungen. Es gibt nur einen Weg, wie wir diese Plagegeister loswerden. Wir müssen uns nur in die Höhe tragen lassen. Verstehst du? In der Bibel steht, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Nun, wenn wir uns Gott zuwenden, dann kommt er uns entgegen und rettet uns. Wir müssen Kurs auf Gott nehmen, mit unseren Problemen in Gottes Nähe kommen. Bei Gott sind wir sicher. Da ist unser Schutz und unsere Zuflucht. Da können Ratten nicht bestehen. Da geht ihnen die Luft aus. Weißt du, wie man das Höhenruder Richtung Himmel einstellt? Schau, so. Dann faltet Pitt seine Hände und betet. Danke, Herr Jesus, danke, dass wir gut von unserem Flug zurück sind. Wir loben dich, dass wir in deiner Nähe geborgen und sicher sind. Amen. Ja, Amen, flüstert Hannah. Wenn du manchmal Angst hast oder wenn du wissen willst, wie man Kurs auf Gott nimmt, dann schreib uns. Wir wollen dir gern den Weg in den Himmel erklären. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 517 00 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach in 517 00 Bergneustadt. Oder schreib einfach etwas in unser Gästebuch unter doppeldecker.info. Wir antworten dir gern. Auf unserer Seite findest du auch alle weiteren Sendungen von Radio Doppeldecker zum Runterladen. Ich sag nochmal die Internetadresse: doppeldecker.info. So, und jetzt wünschen wir dir gute Gedanken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.